Aua, aua, aua. Hör schnell weg von hier. Und dann ab nach oben. Ab ans Ziel. Der Sonne hinterher. Ich weiß nicht mehr. Ist neutral gut. Ja, da muss eigentlich so eine. So ein Ding zum Reparieren sei, da ist aber nichts, egal. Oh, die schauen mich böse an. Na, bloß weg hier. Bloß weg von hier. Bloß weg. Ist da oben noch so ein Ding zum Präparieren? Moment, was greift mich da eigentlich an? Ach, die sind schon tot. Hä, was greift denn da an? Ja, der war natürlich ein bisschen zu stark. Ja, wo sind die hergekommen? Das Lager von denen ist doch da. Ach, die stehen schon da unten. Ah. Aha. Aha. Ja, das kann man ja nicht riechen. So, mal kurz Energie tanken. Der ist böse. Aber er sieht mich, glaube ich, nicht. Und wenn er mich sehen wird, wird er sterben. So, und da haben wir Tor Nummer 3, was uns wohl hier erwartet. Was ist hier los? Ihr gehört nicht zu den Hutten. Zeigt ein bisschen Dankbarkeit. Wir bringen euch in Sicherheit. Es ist ein Privileg, euch bei der Arbeit zuzusehen. Ja, finde die republikanische Karawane. Okay, da unten irgendwo. Ah ja, da hinten ist schon wieder so ein Story-Bereich. Das heißt, da bin ich richtig. Ist alles in Ordnung? Naja, das weiß er wenig. Eine Mini-Explosion. Ich nähere mich den Koordinaten der republikanischen Evakuierungskarawane. In Ordnung. Sie besteht aus lauter Zivilisten, die vom Planeten fliehen wollen. Aber darunter sind auch drei Mitglieder des Bergbau- und Geologieausschusses der Regierung. Die klügsten Ingenieure auf Makeb. Holt sie da raus. Dann sieht alles gut aus. Oh, ein Opfer. Sie hatten eine Maschine dabei. Ein gewaltiger Droide. Die Söldner und ihr Droide haben die Republik also eingeholt. Das sollte unterhaltsam werden. Ich kann nicht. Wer seid ihr? Seid still.
Phobium-Trupp muss aufgeholt haben. Und unsere Informationen über den Isotop 5-Druiden scheinen korrekt gewesen zu sein. Seid extrem vorsichtig. Ach, wie süß. Da ist er ja, der Kleine. Oh, wieder spielen. Programm ausrotten online. Oh, ist der niedlich. Oh, ey, komm, mit dem spielen wir jetzt ein wenig. Oh, ist so süß. Dunkel 3. Ich brauche mehr dunkle Punkte. Naja. Naja. Ach, der ist ja der Süße. Na, übrigens macht er keinen Schaden. Der hält zwar wieder eine Menge aus, aber das war's auch. Ach, der Arme, ich hatte ihn so lieb, aber ich muss das leider tun. Besiege die Huttensöldner. Was mit denen? Moment, mit denen müsste ich doch verfeindet sein, Republik, hä? Naja. Komisch, wieso bin ich mit ihm befreundet? Das sind doch meine Feinde, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hallo Doktor, hallo Onkel Doc. Zurück! Ich habe Gerüchte gehört, dass die Imperialen auf Makeb sind. Aber hier geht es nicht um den Krieg. Wir bringen nur Zivilisten von dieser Welt. Ihr seid nicht in der Position zu diskutieren, Captain. Drei Ingenieure begleiten euch. Holt sie her. Die Ingenieure sind im Kampf gefallen. Ihr könnt mich töten, aber es wird keinen Unterschied machen. Sind sie doch. Ist schon in Ordnung, Captain. Ihr seid wertvoller als wir. Wenn ihr wollt, dass wir Minenarbeit für euch leisten, kommt ihr ein wenig zu spät. Es heißt, der Planetenkern sei instabil. Hier bricht alles auseinander. Ihr werdet nur sprechen, wenn ich es euch gestatte. Von nun an seid ihr eine Sklavin. Nicht mehr. Ich denke nicht. Oh, ich darf ihn doch töten. Jawohl. Diese Leute stehen unter meinem Schutz. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie entführt. Ihr habt keine Wahl. Tja, dann sind seine dicke Kanone auch nichts. Er wird sterben. Naja, er hat ja die Wahl gehabt. Naja, was soll's. Am Ende sterben sie alle. Nur unsere republikanische Eskorte. Bisher. Ihr wolltet uns. Wir ergeben uns.
Ihr könnt es euch leisten, alle anderen vom Planeten entkommen zu lassen. Es darf keine Überlebenden geben. Sie werden ihrem Schicksal nicht entgehen. Unterstützungsteam, wir sind hier fertig. Ich schicke ein paar Männer, um eure Rekruten abzuholen. Ich denke nicht, dass sie Ärger machen werden. Wenn ihr bereit seid, trefft uns an der Minenplattform. Der wissenschaftliche Trupp ist so gut wie fertig mit der Vorbereitung. Zeit, den Planeten zu retten. Time to save the world with the power of Captain Planet. We save the world. Hey, das sind doch auch Republik-Typen. Wieso darf ich die nicht angreifen? Wieso? Naja. So. Ich denke mal, ich muss jetzt wieder zurück zur Plattform. Deswegen auf zur Plattform. La 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 la. Wie sieht's denn da aus? Dauert immer noch. La 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 la. So, wo sind die Römer? Wo sind sie? Ich drehe mich im Kreis. Moment, ich muss doch da hoch, oder? Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt da bin, wo ich hin muss. Ah ja, da muss ich noch mal extra hochfliegen, naja. Sind alle hier? Mit eurer Erlaubnis beginnen wir dann mit der Besprechung. Nanikara Mirek Agam, Ja Uglebek. Die Isotop-5-Vorkommen in Makeps Kern erzeugen starke Gravitations- und elektromagnetische Felder. Bis vor kurzem haben diese Felder für das Gleichgewicht des Kerns gesorgt. Die rapide Extraktion von Isotop 5 hat dazu geführt, dass die Felder fluktuieren und der Kern destabilisiert wird. Jetzt zerreißt Makep von innen heraus. Nebaga imana, nakinaya, bila magnam unya kamna lebek. Nanikara mirek agam, ja uklebek. Der Mantel wird nicht genug Zeit haben, um vollständig zu brechen, bevor der Kern wieder in ein neues Gleichgewicht kommt. Die Beschleunigung wird den Planeten hart zusetzen. Die Beben werden schlimmer werden und die Nachbeben werden Monate andauern. Die Tafelberge werden zerfallen, die Städte brennen und die freigesetzten Gase werden wahrscheinlich die Atmosphäre vergiften. Aber es bleibt nur das oder völlige Zerstörung. Es wird ein neues Makep geben. Und wenn es vorüber ist, wird das Isotop 5 intakt sein und kann wieder abgebaut werden. Ja, hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ja, das machen wir. Ein gefährlicher Plan, aber mehr haben wir nicht. Fangen wir an. Kambul Jaki Nanu. Kinama Ami Bina Wangam Karak. Das Timing ist perfekt. Die gesamte Bevölkerung flieht vom Planeten. Das schafft uns also bei der Arbeit die Hutten vom Hals. Aber der Ashon glaubt immer noch, dass wir versuchen, das Isotop abzubauen. Er hat seine Streitkräfte geschickt, damit sie die Laserbohrerplattformen blockieren. Alle seine Streitkräfte. Das ist nicht das erste Mal, dass er sich einmischt. Was, wenn er weiß, dass wir versuchen, den Planeten zu retten? Dann würde er die anderen Hutten davon überzeugen, die Evakuierung abzubrechen. Wir behalten die Kommunikation der Hutten im Auge. So sollten wir etwas erfahren können. Ihr solltet die Armeen des Archons bei 3 Bohranlagen zerschlagen, damit unsere Technikteams vorrücken können. Wir haben gesehen, dass Isotop 5 Droiden auf dem Weg zur nächsten Plattform sind. Wir konnten abhören, dass sie speziell auf euch als Ziel programmiert sind.
Ihr solltet das als Kompliment betrachten. Ja, noch mehr Spielzeug zum kaputt machen, ja, da freue ich mich schon. Ein Mitglied des Rats der Sith als Ziel zu bestimmen, ist eine Kriegserklärung. Aber das wird den Arschon nicht retten. Technikteams, bereit machen zum Aufbruch. Für das Imperium! Lord Cytarat hätte sicher einen taktischen Rat gehabt. Aber alles, was ich sagen kann, ist, erledigt diese Widerlinge. Okay, was haben wir denn da? Schuhe, Schuhe. Rüstung, wie das Wind, Angriffskraft, schnell nicht ganz wertvoll. Nö. Dann nehme ich lieber die Kiste. Erfolg abgeschlossen. Na, ist auch egal. Handschuhe. Nö, nehme ich nicht. So, die Streitkräfte an den Türmen werden wir aber erst das nächste Mal zerschlagen, denn ich brauche jetzt eine Pause. Und das sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald und tschüss, tschüss und tschüss.